Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Danny bei LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Mega Man X8. Und ja, nachdem in den letzten beiden Folgen nur unendliche Fails vorgekommen sind, hoffe ich, dass wir über den Sieg mit Avalanche Yeti wenigstens einen Sieg einfahren können. Weil mein... Ja. Diese See wird beim Kämpfen offenbar nicht vom Schnee behindert. Rechne damit, mit Gefrierangriffen bombardiert zu werden. Wenn du eingefroren wirst, bist du zeitweise gelähmt. Benutze also die Hilfsmarkierung. Ja. Das ist gerade mein kleinstes Problem. Ich könnte nämlich gerade so kotzen. Hi. Du wirst leiden, glaub mir. Zero. My master sees a part for you in his new ideal world. You world? What do you Mavericks see in me? Aside from a potential beating, that is. Your world. Your ideals are incomprehensible to my master. So. Werde ich natürlich hier voll locker erledigen. Oh. So, das war schon mal sehr gut. Ah. Hey, halt Sekunde. Mir ist eingefallen, der Typ ist anfällig gegen Blitze. Gut, ne? Der Typ ist anfällig gegen Blitze, oder? Ich meine ja. You must not stand in the way of our my master's ideal. Avalanche Yeti, what is Sigma trying to do? My master no longer considers your world to be ideal. We intend to fix things. It's too late, X. You and your puny Maverick Hunters have lost. Nein, du hast verloren. Oh, glaub mir, wie du verloren hast. Upsala. Jawohl. Boah, verballert hat wenig. Egal. Ich lasse dich nicht abtauchen. Ja. Und wegen der Rüstung von X. Wegen der Rüstung von X. Naja, bleiben die roten Balken und gehen nicht, wenn man ihn spielt, nach unten. Upsala. Boah, leck mich. Ja, wenn man ihn natürlich auswählt. Ja, voll die Kettenreaktion. So, na warte. Du kriegst eins aufs Maul. Aber sowas von. Bam. Und weg ist er. Wir schon längst tot. Zack. Ah, schön. Und das ist halt gut, wenn man hier mit so einem Doppelangriff den Kampf beendet. Dann stehen beide Charaktere nämlich da. So, und Geld. Ah, schön. So. Treib Diamant. Piro, was weiß ich. Und Eisgabler. Und die Waffen wurden erhalten. Und wir sind alle froh. Und da sind nur zwei Sachen. Das sind genau die beiden, die ich, an die ich nicht rankommen konnte. Ich halte es nicht. So, wir haben noch genügend Zeit. Deswegen kaufen wir jetzt erstmal was. Leben erhöhen plus 2. Ach, das gibt's nicht.
Ich muss mal gucken. Schildriss sind wäre natürlich super, aber natürlich kostet das voll viel Geld. Steckt die Lebensenergie. Könnte ich den Eis nehmen? Schwierig. Das macht bestimmte Objekte effektiver als normal. Die maximale Waffenenergie, das könnte eigentlich nützlich werden bei ihm. Oh, die neue Versuchschips. Hehehe. Ich hab fast vergessen. So, noch einen Lebenstrank brauche ich. So. So, was noch? So. Ich glaube, die Kraft bestimmt auch den Schaden, kann das sein? Sonst verstehe ich nicht, wie man diesen einen Testraum da, diese Trainingsanlage schaffen soll. Das macht bestimmt die Objekte effektiver als sonst. Bringt das Tempo, den wir haben. Ich mache einfach mal das hier, weil so oft wird man diesen einen Angriff nicht brauchen. Und das hier. Und das hier. So, haben wir schön eingekauft. Und ich werde wahrscheinlich irgendwann offscreen zu diesem einen Ort gehen. Aber erstmal machen wir weiter. Sigma. I've suspected as much ever since Vile showed up. Whoever's behind it. They were most certainly after Lumine and the orbital elevator. There are some dark forces at work behind the scenes here. I'll continue my analysis. I hope you uncover something. By the way, I noticed a Reploid copying Sigma's body back at the orbital elevator. Das sagt er jetzt erst? Could that be connected in some way to them going Maverick? I doubt it. Theoretically, there's no danger in copying others' bodies. X. You fought Sigma bodies before, so you know how tough their design is. I suppose all I can do now is continue taking care of the Mavericks and collecting data. Ja. Da waren es nur noch drei. Aber jetzt glaubt man nicht, dass ich hier noch in einen anderen reingehe. Ich würde mal sagen, ich mache hier schon mal einen Schnitt und wir sehen uns dann hier. Ja, ich gehe direkt wieder ins Zelda rein. Das wird so ein Spaß. Und dann versuche ich mit X, während er aber am Leben ist, nochmal dahin zu kommen. Und das Rüstungsteil abzustauben. Also, bis gleich. Ja, hi. Willkommen. Und ich bin wieder hier. Ich muss aufhören bei so Schnitten, mich nochmal hier zu begrüßen. Das kommt irgendwie nicht gut rüber. Und ja, mir ist gerade aufgefallen, ich habe schon Scheiße gebaut. Jetzt komme ich ja nicht hoch. Ich komme echt nicht hoch, ernsthaft. Ich komme echt nicht hoch. Willst du mich verarschen? Wir sehen uns dann, wenn ich nochmal diesen Part gemacht habe. Bis gleich. So. Da bin ich wieder. Meine Stimmung könnt ihr euch wahrscheinlich denken. So. Einmal. Zweimal. Und. Verdammter Dreck. Sag mir nicht, ich komme da jetzt nicht hin. Weil nochmal habe ich keinen Bock, die Fehler zu machen heute. Und ich glaube, da ist sowieso nichts. Weil das sieht doch verdächtig aus. Egal. Gehst du jetzt auch, Zero? Meine Geduld. Meine Nerven. Mein Herz. X, I thought so
Ja, du hast auch nur. Ladegeschwindigkeit erhöhen. Okay. So. Ja, du hast auch immer nur diese geschriebenen Dinger, ne? Das ist nett. Aber ich kann immer noch nicht da hinten hin. Wetten, da ist was. Ich wüsste eine Möglichkeit, wie man da hinkommt, aber das dauert noch ein bisschen. Egal, jetzt möchte ich einfach nur ins Labor. Das ist eine Sache, haben wir. So, einfach nur hier raus. Das kümmere ich mich ein andermal. Ja, ich habe einige Metalle abgestaubt. Blabla, okay. So, dann geben wir noch das Geld kurz aus, würde ich sagen. Und dann habe ich keinen Bock mehr. Ja, du merkst wirklich, dass du eine Level hast, wenn du sie dreimal machen musst. So. Was machen wir denn jetzt? Bestimmte. Und schon ist das Geld wieder weg. Ja, komm hier. Was soll's. Ist mir ehrlich gesagt gerade vollkommen egal. Ich möchte einfach nur aufhören jetzt. So, das war's von meiner Seite aus. Von Mega Man X8. Und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bestimmt. Ihr seid ja so sadistisch wahrscheinlich. So wie ich. Deswegen. Ja. Bis zum nächsten Part. Bye bye. Ich brauche jetzt eine Pause.